Also hier haben wir Platz 10, Pikmin. Wobei ich es ja mehr gespielt habe als du. Das ist wohl wahr, darum kann ich auch nicht so viel dazu sagen. Ja, ich habe es durchgespielt, den zweiten leider nicht. Aber ich muss sagen, das war eins der innovativsten Titel, meiner Meinung nach. Also, Miyamoto hat sich mal wieder voll ausgetobt. Ja, hat in seinen Garten geguckt und dachte, wie schön die Ameisen da rumkrabbeln. Genau. Das hauen wir in ein Spiel rein. Dann ist das rausgekommen. Kapitän Olima befehligt seine Kampfknospen, hätte ich beinahe gesagt. Gegen den Rest der Welt. Ja, auf jeden Fall cooles Spiel und verdienter Platz 10. Ja, auf Rang 9 finden wir Mario Kart Double Dash. Ein Multiplayer-Klassiker mittlerweile schon für den GameCube, der heute auch immer noch gerne gespielt wird. Cooles Game. Auch eines der ersten Mario Karts, die mir wieder gefallen haben. Das auf dem N64, das hat uns nicht unbedingt angesprochen. Nee, das haben wir auch schon erwähnt gehabt, das für ein N64 war nicht so toll. Aber das hatte wieder alles, was dazu gehört. Eine Menge Spaß, zwei Fahrer auf einem Kart. Und ja, und du hast halt im Multiplayer, kannst du fahren, wie du halt willst. Ne? Einer fährt, einer schmeißt oder jeder hat zwei Leute. Und, genau. Ist viel drin. Eines der Clue-Features war auch der LAN-Modus. Da konnte man das bis zu 8 Leute spielen, wenn man denn so viel Platz hat für so viele Fernseher. Ja, so. Geiles Teil. Kriegt man heute sogar noch neu zu kaufen. Also für die Wii-Besitzer, die einen Racer suchen, greift zu. Ja, hier haben wir jetzt Super Smash Bros. Melee auf dem 8. Platz. Macht auch einen heiden Spaß im Multiplayer. Ja. War einer der Starttitel für den GameCube, wurde von uns erst sehr spät entdeckt. Aber dann umso heftiger. Also das Ding rockt mit 4 Mann im Multiplayer. Ungemein. Macht super viel Spaß. Gegenstände ohne Ende. Zig Charaktere. Das ist einfach cool. Motivierend ohne Ende. Durch die ganzen Sammelfiguren, die man dann noch hat. Ja, der ganze Bildschirm bebt einfach nur. Alles bröselt weg. Ja, viele verschiedene Spielmodi. Es gibt einen Adventure-Modus, dann gibt es das normale Prügeln, Missionsziele und so weiter und so fort. Also ist einfach cool und auf jeden Fall verdienter 8. Platz für Smash Bros. Paper Mario, die Legende vom Millionentor auf dem 7. Platz. Jo, dieses Spiel, ist toll. Ja, Spaß ohne Ende. Der Humor ist Knaller und viele schöne Dialoge. Ja. Alle bekannten Mario-Charaktere sind dabei. Diesmal ein bisschen flach geraten, was super cool ist, weil dieser Look konsequent fortgesetzt wird. Also alles ist platt in der Welt und man kann auch so mit der Welt dann interagieren. Das Kampfsystem ist cool, weil es ein bisschen interaktiv ist. Also man sagt nicht einfach nur, tu dies, mach das, sondern man muss dann auch selber noch ein bisschen agieren und kann dann noch dadurch besser kämpfen. Also es ist sehr cool gemacht, schöne Geschichte. Ja, so. Verdienter 7. Platz. Yes, das macht Spaß. Super Mario Sunshine auf dem 6. Platz. Mein allererstes Spiel für den GameCube. Meins auch. So lange habe ich mir Zeit gelassen, bis ich mir geholt habe, weil auf das Abenteuer musste man doch dann warten, bis es dann kam. Aber es war super. Viele Levels, schöne Levels. Also man kommt insgesamt da auf die 120 Sterne, die es zusammen gibt, wenn man überhaupt alle findet. Ja. Brock schwer das Ganze teilweise. Aber dieses Spiel hat mich dann auch wieder zu den Konsolen gebracht. Dank dir. Ja, ne? Ich hab dich bekehrt wieder. Ja, musste dieses GameCube-Bundle auch mir gehören. Ja. Echt, super Spiel. Klasse motivierend. Schöne Steuerung, ließ sich alles toll steuern. Ja, das auch meines Erachtens eine gute Ecke besser als das Mario 64. Na klar. Ja. Also beides. Toll. Cool. Platz 5 für Eternal Darkness. Was für ein geiles Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass Nintendo sowas published. Das ist ab 16. Das ist spannend wie die Hölle. Brutal. Brutal. Aber geil. Es gibt zig Charaktere. Die Story ist der absolute Renner. Dreimal allein habe ich es durchgespielt. Und ich habe mich dabei weder gezwungen gefühlt noch sonst was. Das ist super geil.
Leider hat es sich nicht gut verkauft. Das kotzt mich sowas von an, denn ich will unbedingt eine Fortsetzung davon sehen. Leute, ja, wenn ihr es noch irgendwo seht, kauft es euch. Das ist einfach... Heidenspaß. Genial. Schön gemacht alles. Super geil. Tiefgründige Story und ja. Das Sanitymeter, das dich in den Wahnsinn treibt, die Gegner ziehen dir da fällt plötzlich dein Kopf ab, wenn du in den Raum reinkommst oder sowas. Ja, die Gegner machen dich verrückt, das ist einfach super, super geil. Bietet einfach alles. Also das perfekte Resident Evil. Ich will's jetzt spielen. Ja, auf Platz 4, das grandiose Wind Waker. Ich fand's absolut klasse. Also ich hab extra gesagt, wir nehmen Twilight Princess nicht rein, weil... Erstens haben wir es nicht auf dem Cube gespielt. Genau. Zweitens war der Wind Waker zuerst da. Und drittens ist das auf der Wii besser. das Twilight Princess. Aber das Wind Waker war knaller. Also es hat allein schon diese riesige, frei befahrbare Map mit dem Schiff und... Einfach super, du konntest überall Schätze bergen und die Dungeons waren Knaller, die Endgegner, Story war super, also ich weiß nicht, was die Leute gegen die Grafik haben, die fand ich auch super, also war ja, ein knaller Spiel. Ist halt echt Spaß gemacht ohne Ende. Echt eine Geschmacksfrage, die Mimik war klasse, das haben sie jetzt auch in Twilight Princess schön übernommen und ja, wegweisend, das war einer der Kaufgründe für den guten Würfel. Ja. Das ist ein tolles Spiel. Sehr schön. Granate. Wahnsinn. Uber. Yes! Gerade so aufs Treppchen geschafft hat es Mario Smash Football. Oh, was ein Spiel. Ja. Das schwitzen einem die Hände. Das ist viel zu viel auf einmal immer, aber... Pure Hektik, wir lieben es. Ja, wir haben extra hierfür nochmal, obwohl wir schon so viel Filmmaterial haben, extra nochmal neu aufgenommen, weil es einfach so einen heiden Spaß macht. Ja, das, also wenn wir das mal anfangen zu zocken, dann ist nach Stunden noch nicht fertig. Nee, das kann man immer weiterspielen. Also. Das macht auch gerade im Multiplayer-Turniermodus, der leider bei Strikers nicht mehr dabei ist. Gerade deshalb sollte man es vielleicht überlegen, auch noch zu holen. Ja. Aber das ist der absolute Knaller. Also. Zumindest mal anchecken. Also genial einfach. Das, so muss Fußball sein. Also. Prügelei. Prügelei pur. Ja, die Silbermedaille für das gute, das sehr gute F-Zero GX. Das übermäßig hammerharte, geniale F-Zero GX. Ja, du hast es ja mehr gespielt. Ich habe es auch viel gespielt, aber du bist ja der absolute Nerd, wenn man sich das anguckt hier. Wie du dann Tagen, Nächte. Gegenfliegt. Das ist so geil. Der Schwierigkeitsgrad ist zwar auch von gut und böse, aber genau das motiviert. Also man wird permanent belohnt. Es ist super schnell, wieder mehr wie 30 Wagen dabei. Man kann sich die Gleiter selber bauen. Oh, ich liebe es einfach. Das ist genial. So schnell. Man braucht so Reflexe dafür. Deshalb habe ich es auch nie so weit geschafft, weil ich meine, gut, wir haben schon viel gespielt, aber das war echt auch für mich manchmal zu krass. Also das ist der schnellste Racer on Earth. Ja. Genial. Du siehst 1300 Stundenkilometer. Das ist klar. So viel Adrenalin. Boah. Genial einfach. Cool, cool, cool. Spielmodi-mäßig und so weiter und so weiter. Das ist einfach alles drin. Das ist genial. Also ich habe heute noch nicht alles freigespielt. Yes. Ladies and Gentlemen, our number one, Metroid Prime. Das war klar. Das musste auf dem ersten Platz sein. Also, wow, was für ein Soundtrack, was für ein Spiel. Wer das Super Metroid gespielt hat, also der findet hier alles wieder, was es früher auch gab. Also alle guten Sachen wieder drin. Der Sprung von Sammlertrieb und Wahnsinn. Der Sprung von 2D in 3D ist absolut geglückt. Dieses Spiel ist mehr als ein Ego-Shooter. Ich habe es immer gerne das Ego-Shooter-Adventure-Jump'n'Run-Puzzle-Spiel genannt, weil es ist einfach alles drin. Man hat den Morph-Ball und natürlich Metroid halt. Aber super genial umgesetzt. Einfach perfekt. Dann noch die starken Gegnerkämpfer. Also wenn du so einen Endboss hast, dann
geht's richtig ab. Also. Die Bossfights sind genial. Jeder Gegner hat seine, auch hammerhart. Seine Schwachstelle. Der Schwierigkeitsgrad ist auch recht gesalzen, das ist richtig. Aber das Ganze ist fair designed und ach, ja. Super, super geil. Und auch das Metroid Prime 2, auch der Knaller. Also ja, die kann man zusammenschließen. Ja. Also Echoes ist auch tipptopp, ist ja auch mit in der Wertung drin. Ja, und damit verabschieden wir uns mit dem Zerbröseln hier des Mutterparasiten. Yes, denn jeder muss mal sterben, auch wir. Genau, und das tun wir jetzt. Und das war unsere Top 10 für den guten alten GameCube. Genau. Rest in peace. Würfel, wir lieben dich. Genau. Bis bald.